Viele von euch haben sich gefragt, ob wir eine Waschmaschine haben oder zumindest wie wir unsere Wäsche waschen, und nee, das haben wir nicht. Aber heute ist wieder Waschtag, deswegen haben wir unser Bett abgezogen, haben uns aufgemacht zu einer Station, wo man seine Wäsche waschen kann. Meistens sind wir im Waschsalon oder auf so einer Raststätte, in dem Fall hier auf einer Raststätte, haben da die Wäsche reingepackt, die Trommel für 5 Euro hat gereicht. Dann haben wir noch ausgewählt, Weichspüler, ja, nein, wir haben keinen Gebrauch, Temperatur und Länge, und dann wartet man eine ganze Weile. Und dann nach einer Zeit, in dem Fall hier glaube ich knapp 40 Minuten, war der Waschvorgang fertig, aber noch nicht getrocknet. Der Trockner war defekt, deswegen mussten wir die Wäsche aufhängen und sind weitergefahren zu unserem nächsten Schlafplatz. Die Sonne hat noch geschienen und es war herrliches Wetter. Von daher konnten wir einfach die Wäscheleine auspacken. Die hat da so Pinöppel dran, dass man keine Klammern braucht. Und da haben wir dann unsere Bettlaken und Co. aufgehangen und haben den Abend genossen und den Sonnenuntergang angeschaut, während die Wäsche getrocknet ist.